Lala laber doch, das Stotter-Podcast-Experiment von und mit Tobias. Servus und habe die Ehre zur 8. Ausgabe meines kleinen Podcasts. Es ist eine Weile her, seitdem ich mal wieder was eingesprochen habe, aber ja, nun bin ich wieder hier. Ich möchte heute ein bisschen was über mein derzeitiges Lieblings-Community bzw. Microsoft-Projekt sagen oder erzählen. Mich ein bisschen aufregen und doch ein bisschen Lobpudeln, nicht wahr? Und zwar, es geht um das Surface Duo, und zwar eher um das Surface Duo SDK, was mittlerweile verfügbar ist und jetzt nach etlicher Zeit nicht nur als Copy-Pasted-Dateien rumliegen, sondern auch wirklich einfach als Nuget-Package, also als Dependency, verfügbar sind. Es ist wirklich schön zu sehen, dass hier Microsoft scheinbar noch Lust auf das ganze Dual-Screen-Taxi hat. Auch wenn ich sagen muss, ich finde es ein bisschen sehr schade, dass die offizielle TechNet-Community, ach was für ein Wort, doch recht eingeschlafen ist. Wenn ihr selber mal dahinschaut, ich habe leider keine Shownotes, aber googelt einfach mal nach Microsoft TechNet Surface Duo SDK, dann werdet ihr es sicherlich finden in der Suchmaschine eurer Wahl, dass ich da so der Einzige bin. Meine Fragen werden zwar beantwortet, auch quasi eigentlich von den ganzen hochrangigen Produktmanagern und so weiter, aber bis auf meiner einer stellt ja niemand Fragen. Oder es gibt niemand Einblicke in die Entwicklung, was er gerade macht oder was man gerade mit diesem neuen Kind of Devices eigentlich vorhat. Das finde ich jetzt auch ein bisschen echt schade, nicht wahr? Mal sehen, wie das sich bis zum Release noch entwickelt. Der Release soll ja eigentlich vorverschoben werden. Ich hoffe einfach mal nicht, wenn ich ehrlich bin, denn es muss echt noch viel passieren, damit es mal ein rundes Produkt wird und hoffentlich auch mehr Entwickler auf die Sache anspringen. Es kann natürlich auch sein, da ja das Surface ja eigentlich mehr für Business gedacht ist, dass hier jetzt eher so die Inhouse-Entwickler an Apps schrauben, welche besonders an das Surface Duo angepasst sind. Aber ja, ihr wisst ja, ich bin ein Mensch der Community und es wäre einfach schön, wenn man hier eine lebhafte Gemeinschaft erzeugen könnte. Nichtsdestotrotz, es ist Microsoft und die haben leider schon sehr oft großspurig was angefangen und dann doch stark halt fallen gelassen. Ich sag nur UWP, Windows Phone, Apps, PWAs, ich weiß auch nicht, was mit denen gerade ist und so weiter. Also, ja, aber hey, warum sollte man denn immer so negativ sein, nicht wahr? Wer sich dafür interessiert, ich habe zwei kleine Apps bei mir auf GitHub. Einmal ist es meine App RTSD, das ist die Kurzform für Road to Surface Duo, was eigentlich so ein kleiner Community-Reader und Videobetrachter ist, quasi für Dr. Windows, wo ich auch die etlichen Beiträge dafür geschrieben habe. Und eins, eine kleine Gamification, nennt sich Hinge-It, was irgendwann einmal das Scharnier quasi zum kleinen Spaßbringer machen soll, indem man auf die Schnelle oder so schnell wie möglich einen gewissen Angle, also Scharnierungsgrad, erreichen muss. Geht einfach mal auf mein GitHub-Profil tscholze.github.io und dann könnt ihr euch das mal anschauen und so weiter. Denkt dran, ich bin kein Xamarin-Entwickler, also das ist keine native Android-App, sondern über Xamarin Forms gelöst. Wenn ihr hier irgendwelche Hilfen oder sowas habt oder Tipps habt, lasst es mich wissen, macht es ein Issue auf oder schreibt mich einfach beim Vögelchen an @turbonaut. Wir werden sehen, aber hey, es macht Spaß, mal was Neues zu machen, nicht wahr? So, ich wünsche euch hiermit noch dann ein schönes Wochenende, denn wir haben gerade Sonntag, als ich den Podcast aufnehme. Habe die Ehre, Servus und Baba, euer Tobi.